Für Kritik sorgt immer wieder der Fußgängerweg im Weger 10. Gerade für die Bewohner des Laurentius-Hauses, die meist auf den Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind, wäre er sehr schlecht zu passieren. Entsprechende Beschwerden würden jetzt gehäuft beim Seniorenbeirat auflaufen. Oberbürgermeister Stefan Skora kündigte an, die Beseitigung der Schäden in der Diskussion zum Haushalt 2016 zu berücksichtigen.